ist mein Blödsinn 45 wieder am Start und jetzt kommt zu einem neuen Video. Und hier, wir sehen schon, wir sind hier im Europapark. Und eigentlich haben wir ein ganz normales Zimmer gebucht. Doch irgendwie hat er einen Fehler gemacht. Und wir sind jetzt in einer riesen Suite. Auf jeden Fall, das ist mega cool. Also. Auf jeden Fall, also eigentlich wäre das von der Preisunterschied viel, viel größer. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass wir VIP sind. Inzwischen in den Hotels hier kann man auch baden gehen. Kannst du auch hier filmen? Ja. Haare filmen? Ja. Auf jeden Fall kann man dafür. Dann, hier ist eben, wie ich schon gesagt habe, das Bad. Links, was mache ich hier gerade? Wieso zeige ich nach oben? Mach so viel. Dann hier haben wir so ein ganz normales hier. Mit Toilette hier. Viel Spaß, ja. Ich rede schon über Toiletten. Mein Niveau am Boden zerstört. Hier haben wir zwei Betten. Und hier natürlich. Im Minibar auch am Start hier mit Jack Daniels, mit Campari, mit Albanien, mit Coca-Cola, mit selbst mit irgendeinem Champagner, mit einem Apfelsaft, mit einem Orangensaft und hier mit einem Wodka, ja, alles dabei und natürlich hier auch noch. Und da ist auch noch trinken und hier ist auch noch trinken und hier ist Essen hier. Und nun, ja natürlich, Fernseher auch am Start hier. Dann hier das Schlafzimmer. Legendary Move, keine Ahnung. Hier können wir Radio hören. Habe jetzt keinen Bock auf Radio. Sonst sperren die mein Video. Ach übrigens, ich musste gerade genießen. Auf jeden Fall, eins meiner Videos wurde übrigens geclaimt wegen Bibis Beauty Palace. Geil, Junge. Geil. Auf jeden Fall hier ein, keine Ahnung was. Ja, bin ich wieder und hier haben wir eine Gießkanne. Cool. Super. Das braucht man in einem Hotel, eine Gießkanne. Und dann hier einen kleinen Fernseher. Hier nochmal sein Spiegel und ein Sessel. Okay. Und ja, hier hat es nochmal so eine Gießkanne, was sie gut sein soll, keine Ahnung, hier ein Schrank und hier auch nochmal so ein Schrank. Und das wäre es eigentlich schon fast. Und hier hat man auch nochmal so einen kleinen Ausblick hier auf die anderen Hotels wie Colosseo, Belrock, hier El Andalus, da drüben wäre dann noch, also hinten dran wäre noch das Castillo Alcazar und das Santa Isabel. Also ciao Leute, lasst ein Like da, abonniert mich und ich würde sagen, ciao Leute.